Liebe Leute, servus und herzlich willkommen. Ja, wenn ihr denkt, huch, der Arthur hat doch gerade erst eine Sendung abgedreht. Ja, das ist völlig richtig. Also das, was ihr jetzt zu sehen bekommt im Anschluss, sollte eigentlich vor meinem Urlaub raus. Wir hatten da einfach so ein kleines Missverständnis mit der SD-Karte und ja, Human Error, Technical Error, was auch immer es war. Eigentlich dachte ich mir dann auch so, ist die Sendung doch zu schade, um sie einfach untergehen zu lassen. Ich habe sie nun mal geschrieben, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass der Chef mich dazu genötigt hat, sie nochmal aufzunehmen. Deshalb hier die Lost Episode des Narrativschlafs, aber vorher natürlich T-Shirt-Check. Leute, ist das Metal oder ist das Metal? Ja, also, was gibt's zu berichten? Es ist so furchtbar alt. Furchtbar alte Scheiße, ist alles schon wieder längst passé. Raketeneinschlag in Polen. Schauen wir uns doch einfach die Bilder an. Ja, interessant. Ich wäre ganz ehrlich mit euch. Als Bauer würde ich sofort den Hersteller dieses Anhängers kontaktieren, denn so ein Gefährt hätte ich auch gern. Übersteht auch Raketenangriffe, sogar die Reifen sind noch ganz. Damit kannst du auf jeden Fall noch Zuckerrüben vom Feld ziehen. Oder die Russen, andere Möglichkeit, befüllen ihre Kalibers auch nur noch mit Schwarzmeerluft. So oder so, Glück für die Polen, sonst sehe die Explosion ganz anders aus. Aber so richtig freuen kann man sich in Europa nicht. Alle haben sich schon heimlich so ein bisschen auf Artikel 5 eingestellt. Jetzt geht's endlich los, jeder Schuss ein Russ voran. Mir juckt die Säbelspitze. Jetzt gibt's aber nur Artikel 4. Der hässliche kleine Bruder von Artikel 5, langweilige Konsultationen, buh, lame und gay. Denn der Strippenzieher in Washington verhagelt den kriegsgeilen Europäern, naja, und den Polen, hallo, ja, jetzt doch noch ein wenig die Party. Doch keine Rakete aus Russland. Och, schade. Aber auch die Tagesschau hält sich brav an das, was die USA vorgibt. Das ist schließlich gute Sitte. Dabei hätte doch der Begriff Nahtoderfahrung doch endlich mal das Gewicht bekommen, was ihm zustehen würde. Ja, aber jetzt, woran hat er denn gelegen? Herr Juh, woran hat er gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat er gelegen? Waren wohl eher die Ukros, denen eine Luftabwehrrakete abhanden gekommen ist, der olle Elensky? The Z is silent. Dementiert natürlich, wie ein echter Ukrainer es tun würde. Aber Bilder vom Tatort zeigen schon Teile einer S-300. Jetzt wird es natürlich trotzdem politisch komplett absurd. Denn das Theater muss natürlich weitergehen. Kannst ja nicht erwarten, dass die Kriegstreiber jetzt klein beigeben, oder? Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba spricht von Russlands Raketenterror und fordert harte und prinzipienfeste Reaktionen auf den Raketeneinschlag in Polen. Baerbock ist mit den Gedanken bei den Polen. Warum haben wir damit jetzt was zu tun? Warum müssen wir den Polen jetzt Rückhalt zusichern, wenn die Ukros doch auf die Rakete geschossen haben? Ja, Leute, das ist halt eben so, wenn man die Verrückten mit allen erdenklichen Mitteln anstachelt, ja, dann passiert sowas halt, ja. Dann schießen die Raketen nicht nur nach Osten, sondern auch nach Westen. Auch Christine Lambrecht muss jetzt an die Öffentlichkeit, sie muss sagen, ja, hätte keiner gedacht, wer das Foto von ihrem Sohn im Bundeswehrheli geschossen hat. Nee, Moment, das wollte ich nicht sagen. Hier, Lambrecht sagt, die NATO steht fest zusammen. Ja, das wollte ich eigentlich sagen, aber auch das alles eher Zufälle gibt's, ja. Also während dieses Einschlags war das Treffen der 20 einflussreichsten und natürlich auch reichsten Nationen der Welt. Und Klaus Schwab und Bill Gates waren auch noch da. Absolute Koinzidenz, sage ich, ja. Aber diese absolut historischen, absolut historischen Ausfälle westlicher Politiker zeigen eins doch ganz schön, nämlich wie es der Tweet hier ganz schön ausdrückt, die Reaktion zeigen, was mit Nord Stream eigentlich passiert ist, ja, und wer daran beteiligt war. In der Presse wird natürlich noch bis übermorgen vom perfiden Angriff der Russen gesprochen werden. Aber dafür gibt es jetzt erstmal einen Orden, und zwar von den Ukrainern, für die Verdienste der Ukraine-treuen Journalisten. Ja, meine lieben Leute, das kann man sich gar nicht ausdenken. Ulf Poschar von der Welt, Dünger Julian Röpke von der Bild und noch irgendwie so ein Dödel, keine Ahnung.
Und ich muss auch ganz offen sprechen, Ehre wem Ehre gebührt, die Medaillen sind absolut verdient. Aber, großes Aber, warum habe ich sowas noch nicht bekommen? Hallo, Moskau, hier, Medaille für linientreue Satire, bitteschön. Und wo wir gerade davon sprechen, es gibt neueste Erkenntnisse über den Doppelwumms in der Ostsee. Ihr wisst schon, das Ereignis, über das eigentlich niemand mehr so recht reden mag. Vor allem nicht mit den Deutschen. Die wollten ja gerne bei den schwedischen Ermittlungen mitmachen. Aber die Schweden so, kein Interesse. Deshalb komme ich jedenfalls dieser Pflicht natürlich gerne nach und halte euch auf dem Laufenden. Ein Satellitendatenüberwachungsunternehmen. Ein herrlich deutsches Wort namens SpaceNo gibt jetzt neue Auskünfte über das, was da überhaupt nicht stattgefunden hat. Also laut SpaceNo passierten nämlich zwei sogenannte dunkle Schiffe, die jeweils ungefähr 95 bis 130 Meter lang waren, die Leckstellen von Nord Stream 2 in einer Entfernung von mehreren Kilometern. Jerzy Jaworniki, das ist doch ein Pole, Jerzy Jaworniki heißt er doch, der CEO und Mitbegründer von SpaceNo sagt weiter, sie hatten ihre Baken ausgeschaltet, was bedeutet, dass es keine Informationen über ihre Bewegung gab und sie versuchten, ihre Standortinformationen und allgemeine Informationen vor der Welt zu verbergen. Na, das ist ja mal ein Ding. Will der CEO etwa sagen, da wollte jemand inkognito unterwegs sein, just vor der Sprengung? Gibt's ja nicht. SpaceNo ermittelte insgesamt 25 Schiffe, die diese Region passiert hatten, von Frachtschiffen bis hin zu so größeren Mehrzweckschiffen. So Jaworniki. Insgesamt waren bei 23 dieser Schiffe die Transponder des automatischen Identifikationssystems AIS eingeschaltet. Bei zwei Schiffen waren die AIS-Daten nicht zu bekommen und diese Schiffe passierten das Gebiet in den Tagen unmittelbar vor der Entdeckung des Lecks. Na, das ist doch mal spannend, denn nach internationalem Recht sind große Schiffe verpflichtet, AIS zu benutzen, denn dieses Ortungssystem wurde extra dazu entwickelt, um Schiffen die Navigation zu erleichtern und mögliche Kollisionen mit anderen Schiffen zu vermeiden. Wenn es eingeschaltet ist, sendet das AIS nämlich den Namen des Schiffes, Standort, Fahrtrichtung, Geschwindigkeit, weitere Informationen. Daher ist es relativ selten, dass Schiffe ihre Transponder ausschalten. Und Schiffe, die so abtauchen, werden oft verdächtigt, in illegale Fischerei oder moderne Sklaverei verwickelt zu sein. Ja, oder ich könnte mir jetzt natürlich auch noch was Drittes vorstellen. Aber in Europa haben Beamte bereits gegen solche Schiffe ermittelt, die ihre AIS-Transponder abgeschaltet haben. Ja, weil das ist nämlich eigentlich nicht erlaubt. Es wäre auch nicht üblich, das AIS auszuschalten. Es sei denn, die Schiffe haben eine geheime militärische Mission oder verfolgen geheime Ziele. Denn die Ostsee ist eines der am stärksten befahrenen Meere der Welt, was den Handelsverkehr angeht, sagt Otto Tabuns, Direktor der Baltic Security Foundation, einer NGO, die sich auf diese Region konzentriert. Also ich fasse zusammen. Da sind zwei große Schiffe in der Nähe, kurz vor der Sprengung, ohne AIS. Und da muss man natürlich jetzt erstmal als private Firma kommen, um diesen Fakt an die Öffentlichkeit zu bringen. Was ist denn da eigentlich los? Interessiert das die Deutschen überhaupt? Ich bin mir ja jedenfalls nicht so sicher. Was haltet ihr von der Story? PSYOP oder echter Leak? Schreibt's in die Kommentare. Ja, Leute, die Wahl in den USA ist ja ganz regulär abgelaufen. Da macht euch mal bitte keine Hoffnung auf Wahlbetrug. Obwohl, wollen wir uns das doch mal anschauen. Aber natürlich nicht bei Russia Today. Gibt es sie überhaupt eigentlich noch so? Ich weiß es nicht. Wir trauen keinen Propagandaschleudern, sondern wir schauen nur Mainstream. Also CNN, mainstreamiger wird es nicht mehr. Und Leute, schaut euch mal diese Zahlen hier von den Exit-Polls an. Glaubt mir, irgendwas kann da nicht stimmen. Ich gebe euch jetzt mal den Schnelldurchlauf. Die Unterstützung der Demokraten bei den Frauen ging von 19 Punkten auf 8 zurück. Die Unterstützung der Republikaner bei den Männern ging von 4 Punkten oder stieg von 4 Punkten auf 14. Ist noch nicht alles. Nach Alter aufgeschlüsselt sank die Präferenz für die Demokraten gegenüber den Republikanern bei den 18- bis 29-Jährigen von 35 auf 28 Punkte, bei den 30- bis 44-Jährigen von 19 auf 4 Punkte. Die Unterstützung der Republikaner
Bei 45- bis 64-Jährigen stieg von 1 auf 10 Punkte und bei den 65-Jährigen und Älteren stieg sie von 2 auf 12 Punkte. Aber das ist noch nicht alles. Die Präferenz der weißen Männer für die Republikaner stieg von 21 auf 8 Punkte. Bei den weißen Frauen stieg die Präferenz von Gleichstand auf 8 Punkte. Die Präferenz schwarzer Frauen für die Demokraten ging von 85 auf 78 zurück. Die Präferenz schwarzer Männer für die Demokraten ging von 76 auf 65 zurück. Und bei Latina-Frauen sank die Präferenz von Demokraten von 47 auf 33. Bei Latino-Männern von 29 auf 8. Ihr wisst, was ich damit sagen will, oder? Gehen wir das nochmal kurz durch. Durch die Bank, ja? Wir reden hier von einer Abkehr der Demokraten durch die Bank hinweg. Und ihr habt es selber in den Mainstream-Medien gehört. Die rote Welle, das Abstrafen der Regierung in den Midterms, war mehr als berechtigt. Und obwohl die Demokraten wirklich die Zähne zusammengebissen haben, denen schlotterte die Hose, ist seltsamerweise nichts passiert bei den Midterms. Im Senat hat man die Mehrheit gehalten. Und letztendlich sogar, das ist jetzt eine neue Info mit, ich glaube hier, Herschel Walker hat verloren, also sogar ein bisschen ausgebaut. Im Repräsentantenhaus gab es eine hauchdünne Mehrheit. Und das bei Spritpreiskrise, Migrationskrise, Corona-Krise. Nee, die Dems sind einfach fein raus. Ich mach's kurz, schaut euch einfach mal 2000 Mules, wie es heißt, an. Solange Mail-in-Voting, Public Ballots ein Ding sind in den USA, du, braucht der Trumps gar nicht probieren. Das kriegt der Gott-Imperator auch nicht hin. Ja? Liebe Leute, was soll ich sagen? Das war's mal wieder für diese Woche. Das ist jetzt hier dieser alte Text hinter so lustig. Das war die Sendung von vor 3 Wochen. Narrativschlaf. Träumt schön. Wir sehen uns nächste Woche wieder frisch erholt. Und dann seid ihr auch wieder mit dabei. Also erstmal tschüss.